Story von dem Julian Bam Universe, ne, das JCU ist am Start. Lange drauf gewartet, das ist Akt 1 erstmal, Songs aus der Bohne, 30 Minuten feinster YouTube-Gönnung und Unterhaltung. Ich würde mal sagen, lehnt euch zurück, es wird, glaube ich, eine schöne Story. Ich glaube, wir können da sogar auf 4K gucken, ne? Ja, ja, das ist Quality, yeah. Ne, Like-Button ist drinne, ich bin drinne, ihr seid drinne, let's go. Hat er gerade, du kleiner Bami Ning Yong gesagt? Hilfe! Haben wir dich gefunden? Mach mal auf! Sag mal, was Mama dir eingepackt hat. Schau mal, die Tintenfische. Als ob so ein Minibus jetzt kommt. Lasst ihn in Ruhe. Du hast dir die Flucht geschlagen, wie Bruce Lee. Das war ich? Wow. Da war voll Bam in die Fresse. Hi, ich bin der John. Ich bin Julian. Nein, du bist Julian. Bam. Bam. Boah. Was? Was? Ein Chicken Nugget. Boah. No. Du musst viel... Trash Arena, was machst du da, Alter? Ihn fester ziehen, John. Ich zieh, wie ich will, Ju. Sicher, dass vielleicht Marcel Iris kommt? Keine Ahnung. Das schuldet mir aber auf jeden Fall noch ein Gameboy. Ich glaube, er kommt. Sie! Kinder, sorry für die Verspätung. Oh. Julian? John? John, ich weiß, wie du wir reich werden. Immer wenn du irgendwo auftauchst, passiert mir irgendwas Schlimmes. Ich verspreche dir, dieses Mal nicht. Schneller, John! Das ist alles seine Schuld! Sorry, John! Hier bist du in Sicherheit. Hey, halt! Du, ich komme! John, wo bist du? Julia! Hey, John! Julia, John! Hey, Ju, ich hab deine Mama. Kleiner Recap, ne? Gib mir das Zepter, sonst ist dein Freund tot! Nein, Ju, tu's nicht! Welche Buchstaben fängt deine beste Freunde an? John! Nein! John. Alter, wie emotional, Alter. Ich hab voll Gänsehaut bei der Szene. Voll Gänsehaut, Alter. Das ist feinste Cinematografie, ne? Der hat kein Gesicht, ne? Der ändert sein Gesicht die ganze Zeit. Der gestaltlose Mann, ja, Geno. Wir haben hier ein Paket für den Mann im Mond. Der Mond? Was habt ihr mit dem Mann im Mond zu tun? Kein Tritt näher! Oh. Ah, heiß! Julia, tu was! Hier, Ju, nimm meine letzte Bohne! Oh, das ist eine Traube, Julia. Dann müssen das wohl Nick und Andy regeln. Kia! Ruhe jetzt! Wir sind nicht in feindlicher Absicht hier. Okay, willkommen! Doc! Ich wurde noch nie so berührt. Ich wurde noch nie berührt. Fühlen wir alle. Fühlen wir alle. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wieso hat dieser telekinetische Fähigkeiten? Und wieso hat der Typ deinen gottverdammten Disfleck im Gesicht? Hier, für dich. Wenn sie hier einmal unterschreiben würden, Herr Mann-im-Mond. Das haben wir in der Geheimstufe Top, Top, Top Secret. Mit ihrer Unterschrift beschädigen sie die unbeschädigte Zustellung ihres Pakets. Produktnummer, aha. Cardboard, okay. Aber ich bin nicht der Mann-im-Mond. Was? Sie sind nicht der Mann im Mond? Bin ich vielleicht der Mann im Mond? Und sie ist auch nicht der Mann im Mond. Warum sind wir dann hier?
weil uns das Signal genau hier hingeführt hat. Zum Pager von Curly. Curly? Warte, ihr kennt Curly? Curly, unser Botaniker. Wo ist er? Er ist explodiert. Nimm mein Pager! Nein, Curly. Mein bester Mann. Wir waren wie Brüder. Ich habe alles versucht, ihn zu retten. Ich habe auch jemanden verloren. John. Er war mein bester Freund. Gut, dass du fragst. Ich erzähle meine Geschichte lieben gern. Schneller, Curly! Sie hat uns vielleicht... Was sind das denn für Corona-Masken? Ich bin der Prinzessin schlafen. Es war nur ein Handschlag. Wer hätte gedacht, dass es auf diesem Planeten schon als Vorspiel bestanden wird? Meine Lupe! Ja, rein damit! Ist das Octane aus Apex oder was? Hat er sich einfach gerade voll gepumpt? Curly! Gross, bewegen wir uns hoch, schnell! Ihr pumpt uns hoch, ich kann sie nicht sehen, Captain. Sie müssen sich beruhigen! Ich bin ruhig! Aua, bin tot. Nein, Aua, nein! Ich hätte dich, nein! Nein, du hast doch gerade erst ein Update bekommen. Ich muss seine Memory Disk retten. Alles, was von ihm übrig geblieben ist, ist hier drin. 12 Jottabyte Selbstzweifel. Verdammte, wo zur Hölle ist Babu? Mit dem Jizzflick. Oh nö, Sugar. Aber wir haben erst 5 Minuten, wie du siehst. Hallo, Anbu. Wer bist du denn, mein kleiner Freund? Oh Gott, was ist das denn für eine? Du möchtest einen Kuss? Hier, so was. Oh, gibst du, oder? Aua, bin tot. Warum sollte man World of Warships spielen? Lassen wir mal laufen. Immer, dass man in World of Warships einfach alle 30... Lassen wir mal laufen. Verbleib, Ben, jetzt optimieren, Captain. Wo ist deins? Hier, ich hab ihn retten können. Oh. Warte, das sind nur Helme? Turn up! Kommt mir bekannt vor, wer ist das? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Nieder, ihr Goofies! Es ist die Freshness in Person am Bieren, der Fruity Dude, aka Mbeezy Plug, der aus euren Nieren Surimi macht. Der Wunderkönig, aka the Freshness in Person, aka the Fruity Dude, aka... Lass es, Abu. Sorry, Captain. Psst, jetzt. Lass mich das machen. Hallo erstmal. Fassen Sie mich nicht an. Das ist nämlich cringe. Okay. Wir haben nur ein Paket abgeliefert. Wir würden dann noch wieder los. Dürfen wir? Na, no way. Der Boy macht hier einfach nur seinen Job. Welcher Boy? Ich? Nein, der Boy, der G. Ihr habt das Girl vom Boy gebankt. Das ist sick wie Space Leukämie. Wer? Das Girl? Nein, Slime. Ich bin von dir am Reden. Der Boy shared seine Chicks nur mit seinen Homies. Und du bist eher das Gegenteil. No Homie. Ja gut. Was ist, wenn ich Ihnen, Space Needles gebe? Großer Hype um die Teile. Der Boy take keine Space Needles. You dig? Das ist nämlich FOMO-Shit. Na gut. Habt ihr einen Gegenvorschlag? Wir bangen euch back. Bangen? Ist das mit Berühren? Jopp, Little Machi Pie. Mit dir fangen wir gleich an. Ich bin zu sterben. Da bist du! Was ist das? Mach das weg! Captain, ich glaube, wir reagieren alle auf das Gleitgel-Ding hier. Es kommt näher. Wir werden nur spielen, Captain. Weg! Damn! Armani White. Ey, was soll die Scheiße? Alle gegen eins muss das? Na, ich weiß nicht. Ihr wollt mich zu fein in einem Fight? Na, ich weiß nicht. Ihr habt ganz dabei, ob das reicht? Na, ich weiß nicht. Ihr respektiert mein Safe Place nicht? Das ist peinlich. Scheiße! Ich kratz einen Hit von der Play. Krieg Batzen ab mit dem Safe. Du platz, ich riss deine Babe. Deine Babe! Klack, klack! Yeah! Alle dann Boxer und Stimme haben wir weg. Ja, alle hören zu, wenn ich sag, wohin ich geh. Doch meine Lines heißt wie der Schaff von einem Commit. Ihr braucht nur OP, weil ich bin OP. Die ganze Szene ist echt zu 2013. Bin so passiv-aggressiv, niemand will sich mit mir streiten. Gib ich dir einer oder dem nächsten, da wird dann doppelt. Ich bin toxischer als die Frösche von diesem Gift. Naja, ich weiß nicht. Naja, ich weiß nicht. Ha,
Alter, naja, ich weiß nicht. Oh, wisst ihr, wie geil das wäre, wenn ihr ganz random statt Orangensaft Tomatensaft genommen hätten? Boah, das wäre so ein geiler Zufall gewesen. Das wäre so nice. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sheesh. Er hat den Saft verschüttet. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Wegen euch sind meine Homies exploded. Oh no, mein Girl Louis V. Das war so recht. Das war sick. Be space like me. Red nicht so, Babu. Gewöhn dir das gar nicht erst an. Ross, beam uns hoch. Leb wohl, kleiner Freund. Freunde. Freunde. Und wieder eine erfolgreiche Mission. Wie viel er am Rücken hat. Alter, allein diese Szene hier. Also entweder sind da eine Menge Special Effects geflogen und es ist links und rechts eine grüne Wand gewesen. Ich bin sehr gespannt mal auf das Making-of. Aber allein dieses Set hier, dass man das überhaupt darstellt mit den Lichtern und so weiter, da hat man bestimmt gut reingetrickst. Und wenn das keine Greenscreens sind, dann muss sowas ja gebaut werden. Ne? So, es muss ja alles gestaltet werden, der Raum muss gestaltet werden und aufgebaut werden. Und was. Und so habe ich, Captain Jerky, ein weiteres Paket auf einen fremden Planeten abgegeben und dessen Bewohner glücklich gemacht. Sidequest complete. Doch was wäre ein Captain ohne seine Crew, die zu ihm aufschaut, sobald er den Raum betritt? Er wäre immer noch ein Captain, nur ohne Crew. Aber genauso erfolgreich. Erfolgreich? Captain, wir haben schon wieder eine komplette Zivilisation ausgelöscht. Schwarz! Mit 2 Stück Zucker. Ja, Captain! Das ist doch mal Captain! Sehr gut, Frank. Crewmitglied des Monats, 2 Euro Christus. Aber ich dachte, ich bin Crewmitglied des Monats. Kennen wir uns? Captain, ich hab fast alle die Brille. VIP-Zuschauer. Organe auf dem Planeten Meinecke verloren. Bei der letzten Mission. Sinnesorgane? Lächerlich! Können wir bitte weitermachen? Und Captain, hören Sie auf, das Paket zu öffnen. Was? Ja, natürlich. Boah, Alter, der rotzt da rein. Ihr Kaffee. Ach, danke. Beflügelt von neuer Kraft durch eine Überdosis Space Koffein konnten wir uns nun endlich wieder unserem ultra-royalen Auftrag der Föderation widmen. Das geheimnisvollste Paket der Galaxie an seinen Zielort. Das sind Special Effects, Leute. Sieht gar nicht so bad aus, ne? Dafür, dass es ein kleines Projekt ist, für so ein relativ kleines Team, ne? Ihr habt aber auch gesehen, wie viele Leute da gerade mitgemacht haben. Es ist crazy Production Value hier. Ja, Anus 7, Zielort innerer Sagittarius-Fuß, Jahr 2 hoch Christus. Wir wissen, dass euer Mauszeiger auf dem Überspringen-Knopf ist. Aber wir brauchen eure Hilfe. Wir haben einen besseren Knopf. Versprochen. Genau rechtzeitig. Der ist falsch. Der Knopf ist genau woanders. Nein. Wenn der Knopf richtig platziert wäre, hätte ich es gegönnt. Ah, voll geil, dass du die Teile mitgenommen hast. Meinst du, die können wir streicheln? Dicker, streicheln, rauchen, spritzen, was du willst. Oder Pillen rausmachen. Oh, Babu liebt Pillen. Vor allem die Pille danach. Captain! Was hast du ganz gemacht? Ist das Ding schon an? Hey, Captain, ich habe hier einen perfekten Ersatzavatar für die Memory Disk von Import 1 gebracht. Der kommt mir auch bekannt vor. Welcher Creator ist das? ...gefunden. Jedoch ist es ein Loveboard mit Saugkraft 3000 und Kickbooster. Aber ich wollte zuerst um Ihre Erlaubnis fragen, Captain. Wieso fragen Sie das mich? Na, weil Ihr Name da drauf steht. Ich hab nichts mit irgendeinem Loveboard zu tun, ey. Junge, Armlänge, Abstand. Aber Sie sind doch Justin Selina Beef Jerky. Ah, es gibt so viele Justin Selina Beef Jerkys in den Milliarden von Galaxien. Nee. Der Typ ist auch cool. Da hat er die Lücke. Es gibt nur einen. Hab ich gerade nachgeschaut. Ich verdopple ihre Mahlzeit, wenn sie so wie ihre Kappe nehmen. Aber das doppelt ist. Das kam gerade noch von links. Junge, das hat sich gerade komisch angefühlt. Null ist ja immer noch Null. Du bist eine Null.
Hat er gerade die kaputte Diskette reingeschoben? Initiiere Logistikverkettung meiner Synapsen. Fehler. Bipo. Upsi. Ach. Gang. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass Ihr Empathiezentrum beschädigt ist. Ihr Empathiezentrum? Was? Wieso? Naja, ihr habt mir doch eine durchgeschüttete Memory Disk gegeben. Du warst ein böser Junge. Doppelpunkt. Klammer auf. Seid alle böse, Jungs. Hier bin ich. Oh Gott, es tut mir ja so leid. Step on me, King. Initiiert. Oh. Diese Space Slugs müssen sich mit den ganzen Songs aus dem Satelliten vollgesogen haben. Krasser Mindfuck. Oder ich bin einfach nur überhigh. Bei dir fühle ich mich zum ersten Mal akzeptiert. Best Friends für die Ewigkeit. Gib her, Luigi. Das könnte jetzt gleich vielleicht ein bisschen wehtun. Das war eine kurze Ewigkeit. Lass mal das Wachstumsserum rüberwachsen, nicht Bro. Die kleinen Freunde. Nein, Mann, das ist das Blut tausender katalanischer Mauereidechsen. Das da brauche ich. Das wird mega nice. Ich habe Dünger aus den Dingern gemacht. Drei Monaten ist Erntezeit. Drei Monate? Aber ich bin noch Babu. Ich bin eins mit der Natur. Tja, das sind mal süße Tomaten und Bohnen. Alter! Du bist heute. Wow! Digga, was falsch mit dir? Mach das nochmal. Aber härter. What the fuck? Böser Junge. Schutzschilde sind für Loser. Lol. Captain, unsere Schutzschilde sind deaktiviert worden. Ja, Schutzschild? Wir müssen den Laufbahn aufhalten, bevor er die komplette Kontrolle übernimmt. Oh, solange diese Tür da nicht aufgeht. Was? Ich habe nur gerade gesehen, dass mein Handy-Akku leer geht. Leer. Das war sein letzter Atemzug. Man hört eigentlich zu, wenn der Captain spricht. Stimmt's, Babu? Ruhe! Aber ich drehe ein TikTok! Ein TikTok? Eine App aus China, die uns alle ausspioniert. Kennt ihr die nicht? Millennials. Naja, jedenfalls. So. Laufbord, schalte dich aus! Ungültiger Befehl. Mach mir ein Sandwich. Ho. Sexist. Komm ich auch ins Sandwich, wenn du schon dabei bist? Der Laufbahn legt ihren Browserverlauf, Captain! Was? Stopp sie! Wir stehen auf Aliens mit 20 Fingern? 20 Finger? Lächerlich! Sofort stoppen! Nicht die Browser-History. Gut, dass ich meine Browser-History schon hier hochgeladen habe, ne? War ja eine Sabaton-Challenge. Miami Rose-Ordner in Captain Jerkys Datenbank entdeckt. Was? Ja, es gibt so viele Miami Rose in diesen Milliarden von Galaxien. Zeig mir deine Füße. Lieutenant Rose, fahr! Bella Porch. Oh. Jetzt kommt's wieder. Das ist die aus Fortnite. Cute, wie du versuchst, mit deinem IQ die ganze Crew zu ownen. Hör mir mal zu, du bist verflucht, wer klug uns zu verschonen. Du bist perfekte Algorithmen von der Klappeszeit, in deinem Kopf fehlt nur Liebe. Motherboard lebt, also lass mich dich mal programmieren. Du bist ne KI und hast keine Empathie. Sag dir, spar die Ressourcen und die Energie. Menschen zerstören sich selbst, in dieser Story gibt es kein Held. Und mein Fazit, du wurdest nie genug.
Action hier. Keine Chance gegen den Laufbord, Leute. Die Gang sind so stark. Wow, was war das denn? Wer ist die Sängerin dahinter? Ich glaube, das hat schon Julia gerade gesungen, oder? Aber krass geändert mit der Haarfarbe und so weiter, ne? Outfit. Auch gute Kampfchoreo gerade. Auch nice. Hat die gut gemacht. Ich verstehe es nun. Jedes Menschenleben ist unantastbar, denn sie sind bemitleidenswert. Hab ich irgendwie was und übersprungen? Nee, nein. Es war nur so ein direkter Switch. Wow, was war das denn? Zweiten Stil bekommen, ja, ungefähr so. Ich verstehe es nun. Jedes Menschenleben ist unantastbar, denn sie sind bemitleidenswert und Beta. Willkommen in der Crew. Heftig, Digga. War das echt oder war das ein Trip? Oder ein echter Trip? Das hat funktioniert, Dr. Curry. Oha, wild. Ich brauch mehr davon. Captain, was macht ihr King-Spielzeug da? Das sind die meiner. Aber frag du. Was machst du da, Laufbord? Meine erste Amtshandlung als neues Crewmitglied. Ich habe die Schutzschilde reaktiviert und ein extra Schutzschild für die privaten Daten des Captains hinzugefügt. Denn dort kamen Dinge ans Tageslicht, die niemanden was angehen. Sehr richtig. Aber diese extra Schutzschilde sind ja auch sicher? Der sicherste der ganzen Galaxie, NordVPN. Damit kann man sich sorglos bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen. Keine Spuren hinterlassen? Das brauche ich auch. Moment, wo ist der Haken? Der Haken ist überall. Hinter jedem Vorteil, den NordVPN gegenüber anderen VPN-Servern hat, ist ein Haken gesetzt. Krass. Das wollte ich auch gerade sagen. Besser geht's nicht. Doch, denn auf nordvpn.com/lovebot bekommst du auf dein zweites... Ich bin ja nicht sicher, ob ich diese URL eingeben möchte. ...ein Jahrespaket, noch ein Sonderangebot obendrauf. Alles risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Danke. Dank nicht mir, dank NordVPN. Captain, wir haben die Koordinaten für das Paket erreicht. Der Zielplanet liegt direkt vor uns. Endlich können wir das Paket abliefern und vielleicht auch einen Blick hineinwerfen. Rose, übertragen Sie. Oh, da war ein kleiner Audiofehler, oder? Captain, ich hab den der Planet gehört. Ist völlig toxisch. Die Instrumente erfassen kein Leben. Hier ist rein gar nichts. Alter, krasser Effekt. Einfach ein schwarzes Loch. Captain, ich hab noch nie so eine hohe Konzentration an Anomalien gesehen. Ach, du machst dir zu viele Sorgen, Babu. Solange ich hier der Captain bin, passiert rein gar nichts. Woher dieser ominöse Laserstrahl herkam, der unsere Reise fast für immer beendet hätte, werden wir wohl nie erfahren. Wieso triffst du nicht? Wieso trifft er nicht? Hä? Was war das denn gerade für eine Pirates of the Caribbean-Anspielung? Ist das denn jemand, der aus dem schwarzen Loch schießt? Wieso triffst du nicht? Zum alten Teil. Boah, das. Der hat geschossen durch das schwarze Loch? Das ist ein altes Video. Ja, aber was hat das jetzt mit dem Laser zu tun? Was hat das jetzt mit dem Laser und wieso? Hä? Hey? Der nicht! Wir müssen ihn retten! Ah, egal. Nein! Mein Space Gunster! Oha, was für ein Trip! Wir müssen schnell weg hier! Sie werden vom schwarzen Loch eingesaugt! Die Saugkraft. Ketapan, die Kanone hat einen Laserstrahl in ein Wurmloch geschossen. Das ist ein... Ah! Das ist ja mal nice. Das ist ja cool. Das ist deep. Und die Musik ist auch gerade geil. Die habe ich auch. Die Musik benutze ich auch für meine Story-Videos, die ihr gerade habt, ne? Übersteigt die meine.
Wir leben. Ich konnte das stabilisieren. Gute Arbeit, Babu. Captain, wir sind in der Vergangenheit gelandet. 1000 Jahre in der Vergangenheit. Kennen wir uns? Der Planet ist auf einmal belebt. Von einer primitiven Lebensform. Technologisch unterentwickelt. Ach, dann können wir uns immer nicht abschießen. Es muss immer ein Laserstrahl geben. Alter! Was sind das denn für geile Special Effects, Junge? Okay, die Bäume sind bestimmt gerendert, ne? Aber das sieht ja richtig gut aus für ein, sag ich mal, ein YouTube-Projekt, ne? Guck mal, was das für Production Value ist. Bilderbuchlandung. Which of you got the bill? The weakest one will have the bill. Let's do it out. Da geht's. Wow, crazy. Das heißt, Curly ist wirklich der Erschaffer der Bohnen gewesen und aus der Zukunft? Die Bohnen und ihr seid auch aus der Zukunft? Ich kannte mal jemanden wie dich. Ab heute heißt du... Das heißt, ich habe bestimmt so Zukunftstechnologie, um meinen besten Freund John wiederzubeleben. Mit Klon vielleicht? Ich habe hier seine Haare. Das würde dein Freund leider nicht zurückbringen. Er würde sein Leben komplett von vorne beginnen und über die Jahre hinweg eine völlig neue Persönlichkeit entwickeln. Er würde andere Erfahrungen machen, mit anderen Menschen, die ihn ganz anders prägen würden. Er wäre nicht mehr dein John. Verstehe. Ja, und außerdem gibt es gerade wichtigere Dinge, wie zum Beispiel das Paket, das wir nun endlich aufmachen können. Aber Captain, die beiden sind offensichtlich nicht die Empfänger. Wir haben klare Anweisungen. Ach los, was soll schon passieren? Naja, der Mann im Mond will die Welt zerstören. Aber wartet, ihr habt überlebt. Das heißt, die Menschheit hat auch überlebt. Also hat der Mann im Mond die Welt doch nicht zerstört? Mann im Mond, es gibt so viele Männer auf Monden bei uns. Keine Ahnung, wer da was zerstört hat. Wir haben die Zukunft eures Planeten gesehen, bevor wir ins Zeitloch gesaugt wurden. Er ist völlig zerstört. Euer Planet? Kommt ihr nicht von der Erde? Nein. Nach unseren historischen Berichten ist der Ursprungsplanet tatsächlich unbekannt. Unbekannt? Wo kommt ihr dann her? Wir wissen nur, dass unser Heimatplanet vor langer Zeit durch Naturkatastrophen zerstört wurde. Doch zum Glück hat eine höher entwickelte Alien-Spezies 98 unserer Vorfahren von dort retten können und sie auf den Planeten Neka in Sicherheit gebracht. Somit entstand eine neue Zivilisation und damit später dann wir. Kein Wunder, warum ihr so anders aussieht als wir. Total. Aber vielleicht hat euch das Schicksal zu uns geführt, um den Mann im Mond aufzuhalten. Und vielleicht ist irgendwas im Paket drin, was für uns strategisch von Vorteil ist. Oder von Nachteil. Oder von Nachteil. Oder von Vorteil. Der Mann im Mond selber? Ju, warte. Okay, mach doch. Yo, what the heck? Ihr habt also mein Gesicht. Ich komme es mir holen. Nachteil. Gesichter, die durchswitchen, sind das alles KI-Gesichter oder haben die irgendwie 1000 Leute gescannt? Das ist wahrscheinlich KI-Gesichter, ne? Ich glaube, da hinten hat einer überlebt. Brauchen Sie Hilfe? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, Sie können mir helfen. Oh Gott, der Mann im Mond weiß jetzt, dass wir sein Gesicht haben. Wir werden alle sterben. Wir brauchen auch schon krass gemacht mit dem Mann im Mond, ne? Schon echt. Ey, Mosa, kann man sagen, was man will, aber das ist eine coole Storyline, die auf jeden Fall sehr mysteriös ist und man auf jeden Fall mehr wissen möchte, ne? Hilfe. Unser Stichwort, Miami. Lass uns diesen Planeten verlassen. Geht nicht, Captain. Unser Raumschiff ist kaputt. Wir haben weder unser Triebwerk noch genug Kupfer für die Reparatur. Och, Rose.
Mein Dad hat einen Schrottplatz. Da gibt's zwar keine Triebwerke, aber so viel Kupfer. Vielleicht hat unser Schlitzer zusammen. So viel? Wir sind oft genug weggelaufen. Es wird Zeit, dass wir etwas Vernünftiges tun. Helfen mit diesem primitiven, erbärmlichen Wesen. Damit meine ich nicht dich, Babu. Mit zwei Stückchen Zucker. Ja. Ihr helft uns und wir helfen euch. Und auf intergalaktische Bad Guys gibt's eh nur eine Antwort. Nee. Nein, warte! Captain, stopp! Das Gesicht. Das Sofa. Oh, und deine Klamotten. Oh nein! Nein, nein. Der Merch. Die neuen Eternal God Klamotten der Aurora-Kollektion kamen heute in den Store. In der Blue und in der Red Version. Lieber verbrenne ich als die neuen. Ich soll an, du meine Mondgesicht oder bist du mehr? Captain, stopp! Mit der falschen Captain angelegt! Stopp! Oh nein, das will ich schon fast schätzen, dass sie so viele Operationen überlebt haben. Anscheinend haben sie da oben einen kleinen Schutzengel. Ja. Ist das Rezo mit schwarzen Haaren? Wer ist das? Kommt mir auch bekannt vor. Herr. Hendrik. Ich heiße Hendrik. Gork! Als ob Gork auch da mitspielt. No, no. So ein Arzt aus TikTok. Ah, deswegen kommt er mir irgendwie für bekannt vor, ne? Und danke Ihnen, Doc. Sie brauchen ganz viel Ruhe. Und wenn ich Ihnen Hallo, einen Tipp geben darf, achten Sie auf Ihre Ernährung. Denn laut aktuellen Studien ist es ratsam. Aber. Sturmwaffel. Ach, Mein Gott, Gork und Sturmwaffel, ne? Ich werde die nie auseinanderhalten wollen können. Passt schon. Sorry. Das ist doch wissenschaftlich bewiesen. Ach, wissen Sie was, Doc? Nicht Gronk, Gork. Es gibt noch einen anderen Creator, der ist Gork. Und genau den gleichen Bartmann. Für mich ist es immer die zwei gleichen Personen. Meine Frau und ich, wir haben unser Traumhaus mit viel Liebe gebaut. Jetzt heißt es also nur noch die Seele baumeln lassen. Und auf dein kleines Geschwisterchen warten, ne, Hendrik? Juhu, eine Schwester! Boah, ich freue mich jetzt erstmal auf ein richtig gutes Essen, sage ich euch, ey. Danke für den Sub, LCJRF. Kuss geht raus. LCJRF hat gerade für 4 Monate abonniert. Kuss, kuss, kuss. Meine Wohnung! Ah, meine Playstation! Das lassen Sie doch so Wohnung! Nein, Hendrik, dein Puls! Ja, schon wieder. Wohnst du hier nicht, Julia? Habe ich nie behauptet. Hendrik, ruf die Polizei! Geht klar, Hendrik! Ich hab Angst, Hendrik und Hendrik! Keine Sorge, Hendrik. Die Hendriks halten immer zusammen. Auf Weg! Ich muss Mr. Yeah. Stromae. Es liegt hier zwar alles in Scher, doch ich kann's eigentlich erklären. Die Story, die ist legendär. Unter Umständen weiß ich mehr. Vielleicht hab ich eventuell ein bisschen, wenn aber nur 11 Sekunden lang, vielleicht waren's 10 rein hypothetisch was gesehen. Möglicherweise war geplant, nicht direkt, wie soll ich sagen, ohne dass sie mich gleich erschlagen. Ach, wer fliegst nochmal? Tut uns leid, das war gar nicht so gemeint. Tut uns leid, kommt nie wieder vor vielleicht. Tut uns leid, das war gar nicht so gemeint. Tut uns leid, kommt nie wieder vor vielleicht. Einfach so. Wir nennen es Hendrik. Oh, es wird ein Hendrik. Der vierte. Oh no, was ist das denn für KI-Baby? Das ist voll das KI-Baby, oder? Ich hasse Revi. Oh no. Ey, der arme Revi.
von allen Sachen, die ihr sagen könnt. Oh, Noel. Ja, wir sind wieder back. Titel-Effekt. Julia, der Titel kam schon. Okay, dann. To be continued. Scheiß, Alter, die Zeit ging so schnell um. What the fuck, Alter, als ob das schon 30 Minuten waren.